Lilly, 12 Jahre, behauptet, ich kann in einer Minute öfter über mein eigenes Bein springen als die Siebenkämpferin Lilly Schwarzkopf. Die Spielregeln. Die 12-jährige Lilly und ihre Gegnerin Lilly Schwarzkopf haben jeweils eine Minute Zeit, um so oft wie möglich über ihr eigenes Bein zu springen. Das zu überspringende Bein wird mit der Hand festgehalten und jeder Vor- und Rücksprung wird einzeln gezählt. Die Fuß-Hand-Verbindung darf während des Sprungs nicht gelöst werden. Wer mehr Sprünge schafft, gewinnt das Duell. Bei Unentschieden hättest du verloren, weil du ja mindestens einen mehr schaffen musst. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Noch 30 Sekunden. Noch 10. 5. Das waren 81. Bist du soweit? Ja, ich denke schon. Ja. Stell dir einfach vor, es ist Olympia. Ja? Auch für Lilly Schwarzkopf. Toi, toi, toi. Mit dem ersten Sprung läuft die Zeit. Auch hier kommt es natürlich auf die saubere Ausführung an. Und schlussendlich natürlich auch auf die Kraftausdauer. Kann sie über die gesamte Zeit die Sprünge so ausführen, wie sie das im Moment tut. Noch 30 Sekunden. Vielleicht hat sie es ja auch langsamer angehen lassen und gibt jetzt am Ende noch mal richtig Gas. Noch 15. Jetzt zieht sie den Schlusssport an. 10. Es hat nicht gereicht, aber auch das war eine super Leistung. 72 Sprünge. Ganz toll gemacht. Und damit ist die kleine Lilly, die Siegerin im Sprungduell. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.